gehöre zu den Leuten mit mehr frohgemutem Sinn. Doch was soll das nur bedeuten, dass ich heute so traurig bin? Nein, das liegt auch nicht an dir, da bist du schuldlos, lieber Schatz. Nein, das liegt nur, schau mal hier, an diesem einen dummen Satz. Wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit freier Strafe nicht unter 2 Jahren bestraft. Wieso das eigentlich, verstehe ich nicht. Hätte man mir auch eher sagen können, ja, da schuftet man wohl tagelang und nächtelang vergebens. Und ich dachte ohne Frage, das ist die Idee des Lebens. Und schon schmerzten meine Hände, nur da oben war noch Platz. Also fast war ich am Ende und da las ich diesen Satz. Wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren bestraft. Wenn das da etwas größer stehen würde, hätte ich das ja auch sofort gesehen. Nee, darauf bin ich nicht gekommen, als ich diesen Einfall hatte. Und ich starrte ganz beklommen auf die schöne Druckerplatte. Ich fing haltlos an zu weinen, alle Arbeit für die Katz. Wegen diesem dummen, kleinen und doch kaum bekannten Satz. Hör mal, wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft, was passiert? Und den Verkehr bringt, wird mit Freiheit. Das ist doch eine Schweinerei, ne? Mein guter Rat für alle, das wäre richtiger gewesen. Man soll stets in jedem Falle erst das Kleingedruckte lesen. Ja, und eine Freiheitsstrafe auch noch. Und zwar, jetzt steht das hier auf dem 100er drauf. Du lass uns mal auf den 1000er gucken. Was, da steht das auch drauf? Mist. Du, ich mach einen ganz neuen. Vielleicht so ein 40-Mark-Schein oder so. Ach, du meinst, da kommen sie auch hin, doch? Ja, dann gib mal den Picasso, der steht da hinten in der Ecke. Dann hab ich heute Abend was zu tun und bringt ja auch ein bisschen Kleingeld. Ach, diese verflixten Banknoten.